ihr Hübschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tanja und heute reden wir mal wieder über Bücher. Und zwar mache ich heute etwas, was ich schon viel zu lange nicht mehr gemacht habe, und zwar ein Try a Chapter. Denn es gibt einen guten Anlass dazu. Letztens war ja das Zuschauerwanderpaket mal wieder auf Station bei mir und ich habe direkt 4 Bücher gefunden. Und da habe ich mir gedacht, bevor ich die jetzt einfach so blind mal wieder bei mir einziehen lasse und mir teilweise noch nicht mal so richtig sicher bin, ob die Bücher mich überzeugen können, denn nach meinem Unpacking vom Wanderpaket haben mir auch einige von euch so Sachen über die Bücher geschrieben und haben mich teilweise so ein bisschen verunsichert, ich bin ja ehrlich, ne? Wenn ich nicht sowieso direkt nach dem Unpacking schon wieder irgendwie verunsichert war, ob das wirklich was für mich ist. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, ich lese einfach direkt in die Bücher rein, lese so, ach, keine Ahnung, manchmal reicht ja schon das erste Kapitel, um zu wissen, ah, der Schreibstil gefällt mir nicht, das Setting gefällt mir nicht, irgendwie ist der ganze Bums nicht so meins, ne? Teilweise, weiß ich nicht, wenn ich nicht sicher bin, dann würde ich auch bis zu 50 Seiten lesen, einfach mal um zu gucken, bleibt das Buch bei mir, möchte ich es direkt weiterlesen oder kann es einfach direkt wieder weg. Ja, und ich fühle mich gerade so richtig erwachsen, weil ich diese Bücher nicht einfach ins Regal gestellt und als gegeben hingenommen habe. Nein, wir probieren das jetzt aus. Und ich weiß ja, dass ihr Trial Chapters zwischendurch auch mal ganz gerne guckt. Und ja, ich würde jetzt jedes Buch... Nee, ich mache das so. Ich stelle ein Buch vor, lese das dann, sag euch meinen Eindruck und dann kommt das nächste Buch. Ja, machen wir das einfach so. Und ja, das erste ist ein Thriller und zwar 8 perfekte Morde von Peter Swanson. Den guten Mann habt ihr mir schon öfter ans Herz gelegt, vor allem mit Die Gerechte. Ich muss aber sagen, mich konnte der Klappentext nie so richtig catchen. Und deswegen ist Die Gerechte bei mir auch nie eingezogen. Ist, glaube ich, auf meiner Wunschliste, so für, könnte man irgendwann mal. Da mir jetzt aber sein neuestes Buch förmlich ins Haus geflattert ist, habe ich gedacht, okay, ich gebe dem Mann mal eine Chance, ich guck mal, wie es mir gefällt. Und es geht hier um den perfekten Mord. Denn was ist der perfekte Mord? Dieser Frage spürte Malcolm Kershaw, Buchhändler und Krimi-Liebhaber, einst in seinem Blog auf. Er veröffentlichte eine Liste mit den 8 ausgefeiltesten Morden in der Literatur. Nie hätte er gedacht, dass 10 Jahre später eine FBI-Agentin bei ihm aufschlägt, um ihn deswegen zu befragen. Agent Gwen Mulvey ist einer Mordserie auf der Spur, die auf unheimliche Weise an die Taten auf Malcolms Liste erinnert. Sie muss sich fragen, wie steht der eigenbrötlerische Buchhändler mit den Taten in Verbindung? Ist er Opfer oder Täter? Ja, ich finde, es klingt irgendwie ganz cool. Was mich so ein bisschen abschreckt, ist, dass es halt Morde aus klassischer Krimi-Literatur sind. So, ah, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so mein Ding irgendwie. Also ich habe das habe ich auch gekonnt überlesen, als ich das Buch aus dem Paket genommen habe. Das hat mir nämlich, da hat mich eine Abonnentin drauf aufmerksam gemacht, weil dann ist es wahrscheinlich auch recht zahm so alles. Ich lese da jetzt mal rein und dann gucke ich mal und dann gebe ich euch Bescheid. Ich habe jetzt in 8 perfekte Morde reingelesen, ja, und es startete eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Wir lesen direkt aus der Sicht von Malcolm. Es ist ein nicht ganz so normaler Arbeitstag in seiner Buchhandlung. Er hat wohl eine Buchhandlung, die auf Krimis spezialisiert ist. Ja, heute ist es leer, denn ein Schneesturm wurde angekündigt. Er war auch zuerst am Überlegen, ob er den Laden gar nicht erst aufmachen soll, aber... Ja, hat sich dann durchgerungen, denn er musste auch die Katze füttern, die da im Laden wohnt. Ist ein ganz nettes Tier, das sich von jedem streicheln lässt und so. Und ja, deswegen ist er halt doch zur Arbeit gegangen. Und ja, hat er eine Kundin, mit der plaudert er so ein bisschen und es kommt raus. Er liest wohl gar keine Krimis mehr, was bei einer auf Krimis spezialisierten Buchhandlungen wohl nicht so geil ist. Er liest sich Spoiler-Rezensionen durch, um mit seinen Kunden reden zu können, aber irgendwas muss in seinem Leben passiert sein, weswegen er an Krimis nicht mehr so rankommt. Das fand ich irgendwie schon sehr interessant, weil ich weiß nicht. Also er sagt auch, er könnte den Kunden natürlich die Wahrheit sagen, aber ja, gut, irgendwie ist das so ein bisschen verständlich. Das ist, als ob du zu einem Tätowierer gehst, der Tattoos auf einmal doof findet.
oder irgendwie sowas. Er kriegt dann einen Anruf von dieser FBI-Ermittlerin und die besucht ihn dann in seinem Laden. Erzählt so, wie er sich die nach dem Telefonat vorgestellt hat und dann ist sie aber ganz anders und ja, dann erzählen die sich da so ein bisschen was über Agatha Christie und so und es kam raus, ja, es gab wohl schon irgendwie 3 Morde und die erinnern die FBI-Ermittlerin an einen gewissen Agatha Christie-Roman und auch dann erzählt sie ihm, dass die irgendwie mit seiner Liste zusammenhängen, die er mal für den Blog des Ladens erstellt hat. So, das war das erste Kapitel. Ich habe dann gedacht, okay, Tanja, du liest noch ins zweite rein, auf jeden Fall. Guckst du mal, wie weit es dich jetzt treibt. Ich habe dann aber auf einmal im zweiten Kapitel gemerkt, wie ich voll am Abdriften bin. Wie mir auf einmal dieser Schreibstil, den ich ganz am Anfang irgendwie noch ganz nett fand, plötzlich voll auf den Senkel ging. Denn der Autor macht etwas, was ich nicht leiden kann. Und zwar schwadroniert der zwischendrin so. Gut gemerkt habe ich das, wie gesagt, schon an diesem Ding, wo er halt erzählt, wie er sich diese Kommissarin oder diese FBI-Ermittlerin vorstellt. Die hat eine raue Stimme und bestimmt ist sie über 50, trägt einen braunen Mantel und bla. Und ich dachte mir so, was, Junge, wen interessiert das jetzt? Ich weiß nicht. Es gibt einfach solche, das ist so in die Länge gezogen, einfach um die Seiten zu füllen. Ich glaube, viele von euch könnten das ganz charmant finden. Mir ist es so, ich hasse das, wenn so gelabert wird. Ich meine, ich höre mich selbst gern reden, ja, das wissen wir alle, aber wenn so gelabert wird und oh, irgendwie hat er mich dann schon im zweiten Kapitel so verloren und ich hatte eh so das Gefühl, Krimi, ich glaube, es wäre ganz cool, wenn man die Bücher kennen würde, wenn ich jetzt so ein großer, klassischer Krimi-Fan wäre. Aber irgendwie, ich habe gemerkt, das passt nicht zu mir, diese Geschichte. Ich habe auch übrigens gehört, dass Peter Swanson wohl so jemand sein soll, der keine richtigen Enden schreiben kann, die dann so hoppla hopp gehen. Da reagiere ich ja eh total allergisch drauf, ne? Deswegen, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nichts für mich. Irgendwie hat mich das Buch schneller verloren, als ich es... ich fand es am Anfang irgendwie sympathisch. Aber irgendwie hat es mich dann ganz, ganz schnell wieder verloren. Deswegen war es vielleicht eine gute Entscheidung, dieses Trial Chapter zu machen, denn ich muss dieses Buch nicht lesen. Ich kann es einfach wieder aussortieren. Ich habe noch 50 andere Thriller zu Hause, also das tut mir nicht weh. So, dann kommt als nächstes Wie Träume im Sommerwind von Katharina Herzog. Das ist so ein typischer Frauenroman. Es ist ein bezaubernder Ort, der Rosenhof auf Usedom, seit Generationen im Besitz der Familie Jung. Doch anders als ihre Schwester hat es Emilia dort nach der Schule nicht mehr ausgehalten. Das verstehe ich. Dann hat Clara einen schweren Autounfall und ausgerechnet Emilia soll sich um die beiden Kinder und den Hof kümmern. Eine schwere Aufgabe. Die Gärtnerei steht kurz vor der Insolvenz. Als Emilia herausfindet, dass ihre Schwester vor ihrem Unfall heimlich nach Kent reisen wollte, will sie wissen, warum. Zusammen mit Claras bestem Freund Josh und ihrer rebellischen Nichte Lizzie fliegt sie in den Garten Englands. Emilia stößt dabei nicht nur auf eine verschollen geglaubte Rose, sondern auch auf die Geschichte einer großen verbotenen Liebe. Und lange verdrängte Gefühle für Josh erwachen erneut. Ach, also irgendwie hat es Sachen, die mich ansprechen. Und zwar diesen Rosenhof und dass der kurz vor der Insolvenz steht und dass sie sich um die beiden Kinder ihrer Schwester kümmern soll. Das finde ich irgendwie sehr ansprechend. Allerdings diese Sache mit dem, sie fliegen nach Kent und entdecken da irgendwelche Geheimnisse, das ist irgendwie so gar nicht mein Ding. Das klingt schon wieder so nach 2 Zeitebenen oder so. Weiß ich nicht, macht mich nicht so an. Wobei die lange verdrängten Gefühle für Josh, die erneut erwachen, schon wieder voll mein Ding sein könnten. Also hier geht's dann auch von der Ostsee nach Südengland. Eine große Liebe und ein Geheimnis, das zwischen 2 Schwestern steht. Also, ich glaube, der Ostsee-Part macht mich voll an. Südengland, ja, ich weiß, viele mögen das, aber ist jetzt nicht so mein bevorzugtes Setting, muss ich sagen. Aber dazu machen wir den ganzen Bums ja hier. Wir lesen da jetzt rein und dann kann ich mehr sagen. Oh, schön aufgemacht ist es auf jeden Fall. Das kann ich schon mal zeigen. Mit so einer Karte von der Umgebung. Haben wir dann auch auf der anderen Seite England? Nee. Ja gut, also gucken wir da mal rein.
ich habe jetzt hier drin gelesen und zwar bis zur Seite 30, da beginnt das zweite Kapitel. Vorher gab es einen Prolog. Und ja, es ist schwierig. Also der Prolog, ja, da lernen wir halt Emilia und Clara kennen und Emilia, also während Clara sich gut in die Abläufe auf dem Rosenhof integrieren kann von der Familie und ja auch Talent hat, um da die Büsche und so zu beschneiden, ist das für Emilia gar nichts und sie stellt fest, als ihre Mutter so einen Musterkoffer von so einem Parfümeur mitbringt, ich weiß nicht genau, wie sie da dran gekommen ist, aber gut, stellt sie fest, sie kann sehr gut riechen, sie kann die einzelnen Bestandteile von Parfums riechen und so und da wächst in ihr so eine kleine Begeisterung und sie denkt dann an spezielle Ereignisse in ihrem Leben zurück und denkt sich, irgendwann werde ich ein Parfum mischen können, das so riecht wie ein Lagerfeuerabend oder sowas. Also von daher, den Einstieg fand ich irgendwie ganz nett. Wir lernen dann auch Josh kennen, der ist wohl der Nachbar. Die sind da frisch hingezogen, klingelt dann, fragt, ob er sich ein paar Eier leihen kann für die Mutter. Und der Einstieg war irgendwie schon ganz süß. Ich habe aber gemerkt, der Schreibstil, das klingt immer so fies, wenn ich das sage, aber der ist für Muttis. Aber bevor ich da weitermache, ich bin dann ins erste Kapitel und es ist 20 Jahre später. Emilia wohnt jetzt in Paris und arbeitet dort als Kellnerin und es wird so erzählt, wie es da so ist, dass Paris stinkt, aber dass sie sich trotzdem nicht vorstellen könnte, jemals wieder nach Usedom zurückzukehren. Und ja, sie trifft sich dann dort mit einer Freundin und knutscht mit einem Informatikstudenten rum und ja, dann kriegt sie auch schon den Anruf von ihrer Mutter, dass ihre Schwester verstorben ist und sie kündigt an, okay Mama, ich komme wieder nach Hause. Mehr habe ich über dieses Buch jetzt bisher eigentlich gar nicht zu erzählen. Also mehr ist da nicht passiert. Wie gesagt, der Schreibstil, der konnte mich nicht packen. Es fühlt sich so ein bisschen altbacken an. So, ich kann das nicht beschreiben, märchenerzählerisch so. Also man fühlt sich immer so ein bisschen, als ob man daneben steht, aber nicht dabei ist. Ganz seltsam, dieses daneben und statt mittendrin irgendwie. Zum Beispiel wird so im Nachgang erzählt, dass sie eben mit dem Informatikstudenten geknutscht hat, anstatt einfach zu beschreiben, wie er sie knutscht und gegen die Wand presst. Das war so... Warum? Warum erzählt man das so? Damit es nicht zu verrucht wirkt? Also, ich weiß nicht. Auch die Art, wie hier so über Leute geredet wurde, fand ich irgendwie komisch. Also ich fand's irgendwie... sie hat ja da ihre Bekannte, mit der sie durch die Clubs zieht und so. Und dann wird so erzählt, ja, aber sie ist nur eine Bekannte, keine Freundin. Denn dazu müssten sie mal über was anderes reden, als über Clubs und über heiße Typen. Und... weiß ich nicht. Dann waren da auch schon so Dinger drin, wo ich mir gedacht habe, so in welcher Welt bitte? Also, dass Paris nach Urin riecht, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, ich habe in Berlin gewohnt und ich weiß noch ganz genau, als ich da hingezogen bin, wie das gestunken hat. Ich kam ja aus so einer Kleinstadt und dann kam ich in Berlin an und dachte nur so, boah, meine Fresse, stinkt das hier? Hier war jetzt dann schon wieder so ein Ding drin, wo ich mir gedacht habe, so, hä? Sie beschreibt nämlich den Erdbeergeruch der Nebelmaschine. Also, ich war früher verdammt viel in Clubs. Verdammt viel. Jedes Wochenende. Und in keinem Club, in dem ich jemals war, hat der Nebel aus der Nebelmaschine nach Erdbeeren gerochen. Also, nein, das ist irgendwie sowas, das kribbelt sogar teilweise in der Nase. Aber bestimmt riecht das nicht wunderbar nach Erdbeeren. Und irgendwie, da war ich dann schon raus. Also dieser Mutti-Schreibstil und dieses, dass ich mich nicht so richtig dabei gefühlt habe. Und mir wird gerade so ein bisschen, also das kann im nächsten Wanderpaket direkt wieder mitfahren, sage ich mal so. Ich bin ganz froh darüber, denn jetzt sind schon zwei Bücher für mich aus dem Rennen und mein Sub wird nicht weiter belastet. Und mir wird gerade so ein bisschen bewusst, dass ich viel öfter Leseproben lesen sollte. Also ich habe ja so unheimlich viele Bücher hier zu Hause, die
auf mich warten und die gelesen werden wollen. Und ich glaube, ganz viele von diesen Büchern würde ich, also hätte ich wahrscheinlich gar nicht gekauft, wenn ich einfach mal die Leseprobe lesen würde. Gerade bei diesen Frauenromanen ist das schon so ein bisschen schwierig. Also, ja, ich glaube, ich sollte mir das angewöhnen, vor dem Kauf, gerade bei so Büchern, wo ich mir nicht sicher bin, einfach mal in die Leseprobe reinzulesen. Lest ihr Leseproben oder ist es auch so gar nicht euer Ding? Also, ich habe immer gedacht, ja, weil wenn es gut ist, dann will ich halt direkt weiterlesen, aber seien wir doch mal ehrlich, ich lese so oft irgendwie 30 Seiten in ein Buch, lege es dann für eine Woche weg und dann irgendwann lese ich mal weiter. Also, es wird mich jetzt nicht umbringen, die Leseproben zu lesen. Ich glaube, gerade bei so New Adult Romanen sollte ich das viel öfter machen. Da würde ich mir aber einige Flops ersparen. Gerade von deutschen Autoren. Oh, jetzt rante ich wieder zu viel. So, egal. Wir nehmen jetzt das nächste Buch. Und das ist Das Fundbüro der verlorenen Träume von Helen Frances Paris. Ich finde, das sieht irgendwie süß aus, aber vor allem der Titel hat mich überzeugt. Und ich finde, der Klappentext klingt auch ganz gut. Seit dem bitteren Verlust, der ihr Leben erschütterte, hat sich Dodge von der Welt zurückgezogen. Sie vergräbt sich in ihrer Arbeit im Londoner Fundbüro und geht ganz in ihrem Job als Hüterin verlorener Dinge auf. Als ein bekümmerter älterer Herr ins Fundbüro kommt, der ein Andenken an seine verstorbene Frau verloren hat, setzt Dodge alles daran, ihm zu helfen. Dabei findet sie schließlich auch etwas, wonach sie gar nicht gesucht hat, sich selbst und ihr wirkliches Leben. So, wenn Dodge sich selbst sucht, nachdem sie etwas verloren hat, dann könnte sie schon ein interessanter Charakter für mich sein. Mir hat allerdings beim Unpacking vom Wanderpaket direkt eine Abonnentin geschrieben, dass Dodge echt ein bisschen crazy sein soll und unsympathisch und man sie nicht unbedingt nachvollziehen kann. Das macht das Ganze für mich schon ein bisschen interessant, weil ich stehe auf so weirde Charaktere. Ich sag's mal so, ich glaube, ich gehöre auch zu den Menschen, die vieles nachvollziehen können, was andere Leute total bekloppt finden. Ich weiß nicht, ich habe einfach sehr viele komische Leute in meinem Leben schon kennengelernt. Ich bin selber auch ein bisschen komisch und deswegen, ich gebe dort einfach mal eine Chance. Ich finde dieses Fundbüro-Setting irgendwie cool. Wobei, ich habe auch noch irgend so einen Thriller. Da geht es auch um so einen Stalker, der in einem Fundbüro arbeitet. Das ist mir gerade bewusst geworden, dass ich da auch mal gucken sollte. Ja. Aber klingt doch irgendwie ganz nett. Und deswegen lesen wir jetzt einfach mal rein und gucken, ob es überzeugt. So, ich habe jetzt das erste Kapitel im Fundbüro der verlorenen Träume gelesen und ich muss sagen, das ist jetzt das erste Buch von denen, die ich hier anlese, das mir wirklich gut gefallen hat. Auf DTV ist irgendwie immer Verlass, ich weiß auch nicht. Ja, es geht um Dodge und sie arbeitet im städtischen Fundbüro. Und sie beschreibt, wie das da alles aussieht und wie viele Leute da arbeiten. Und sie ist so eine Person, die alles im Griff hat. Also sie ist sehr. Sie geht sehr in ihrem Job auf, sie ist sehr gewissenhaft und ja, sie hält sich halt auch strikt an Regeln. Also zum Beispiel sind keine persönlichen Gegenstände von Mitarbeitern im Fundbüro erlaubt, also nur im Aufenthaltsraum. Und ja, da hält sie sich strikt dran, während ihre Kollegen das nicht so ernst nehmen. Und ja, da hat sie dann schon so ein Auge drauf. So, sie sagt nicht unbedingt was dagegen, aber man merkt, sie ist so ein Mensch. So, ja, Regeln sind dazu da, um befolgt zu werden. Und ja, sie beschreibt dann auch ihre Kollegin Anita, die, ist die Anita? Ich glaube ja. Ich kann mir doch Namen nicht merken, wir wissen es doch, ne? Ja, die halt so das absolute Gegenteil von ihr ist und ja, nicht so sorgfältig ist und so. Und mir gefiel das irgendwie ganz gut mit den Kollegen. Man hat da noch ein paar andere Kollegen kennengelernt und die sind alle so ein bisschen, ja, die haben nicht so einen Stock im Hintern wie Dot. Aber trotzdem fand ich Dot dadurch nicht unbedingt unsympathisch oder so, sondern die ist einfach ein anderer Schlag Mensch. Fand ich aber trotzdem irgendwie sehr interessant. Ja, sie hat dann beschrieben, wie das so gemacht wird, wenn jemand was verliert und wenn jemand was findet, wie das dann alles so, ja, wie das alles so auf Zettel geschrieben wird und dass man halt nicht einfach schreiben kann, eine rote Tasche ist hier, sondern eine
weinrote Tasche, geriffelt, mit Henkeln oder Schlaufe oder sonst irgendwas. Also die ist schon sehr gewissenhaft. Das, irgendwie fand ich das cool, ja. Und wirklich viel ist jetzt im ersten Kapitel eigentlich noch nicht passiert. Allerdings hat man am Ende doch schon so ein bisschen was mitgekriegt. Da kommt nämlich ein alter Mann ins Fundbüro und er sucht eine Tasche mit, da sind Blumenzwiebeln drin und eine Schaufel und er wollte auf den Friedhof fahren, wo seine Frau liegt. Und da war auch ihr Lieblingsportemonnaie drin, also das Lieblingsportemonnaie der Frau. Und der Mann hat so gesagt, ja, ich vermisse es einfach, weil ich habe es einfach gerne bei mir. Es war ihr Lieblingsportemonnaie. Und da hat man dann schon so mitgekriegt, dass Dodge so Gedanken hatte wie, ja, ich verstehe ihn. Ich verstehe das wirklich. Und da habe ich schon gedacht, so, okay, da muss ja, irgendjemand muss in ihrem Umfeld verstorben sein. Und wir kriegen am Ende des Kapitels dann auch mit, wer das wohl war. Nämlich ihr Vater. Sie sagt, sie hat noch seine Pfeife zu Hause und riecht da ab und zu dran und der Geruch erinnert sie halt total an ihren Vater und sie ist sogar schon mal einem Mann, der nach seinem Tabak gerochen hat, gefolgt und so und macht ganz komische Dinge so und sie scheint ihren Vater sehr zu vermissen. Ja, damit endet dann das erste Kapitel und mein Problem ist jetzt so ein bisschen, ich kann Dot nicht so richtig verorten. Also ich habe keine Ahnung, wie alt die sein soll. Also wenn sie jetzt 50 ist und immer noch nicht den Verlust ihres Vaters überwunden hat, dann fände ich das irgendwie ein bisschen bedenklich und würde denken, boah, Mädchen, such dir einen Therapeuten. Wenn sie jetzt irgendwie Mitte, Ende 20 ist, kann ich es vielleicht noch eher mir vorstellen, weil, also ich weiß nicht, es ist, kommt natürlich jetzt auch darauf an, wie lange der Vater schon tot ist und so, aber so wie es jetzt hier in der Beschreibung mir vorkam, scheint sie eher noch jünger gewesen zu sein, als er von ihr gegangen ist. Deswegen würde es mich sehr interessieren. Ich hätte gerne gewusst, wie alt sie überhaupt ist. Und vielleicht erfährt man das jetzt dann im nächsten Kapitel. Das fand ich jetzt aber ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, es ist jetzt nicht unbedingt das Buch, das ich sofort weiterlesen muss. Ich werde es erstmal ins Regal stellen, aber das bleibt auf jeden Fall hier. Weil ich glaube, da könnte eine interessante Geschichte dahinter stecken. Und ich glaube, dass mir die Protagonistin gut gefallen könnte. Ja. So, jetzt das letzte Buch. Und zwar ist das von Lucy Clark, Der Ozean unserer Erinnerung. Das wird mein erstes Buch von Lucy Clark sein. Ich habe noch Das Haus am Rand der Klippen hier. Das spricht mich vom Klappentext wesentlich mehr an als das hier. Ich habe das jetzt auch wirklich nur behalten, weil es halt von Lucy Clark ist und ich werde es jetzt einfach mal reinlesen. Wenn es mich jetzt auf den ersten Seiten nicht anspricht, weil ich glaube, der Plot ist irgendwie nicht so richtig mein Ding. Ich weiß nicht, das macht mich nicht so richtig an. Ja, also ich werde mal reinlesen und wenn es mich jetzt nicht überzeugen kann, dann sortiere ich es wieder aus. Nach dem frühen Tod ihrer Eltern ist Laurie für ihre Schwester Erin der sichere Hafen. Die beiden schwören sich, wir werden immer füreinander da sein, aber es kommt anders. Ein gemeinsamer Urlaub auf den Fidschi-Inseln soll die Schwestern einander wieder näher bringen. Doch nach einem Zwischenstopp fliegt Laurie allein weiter und das Flugzeug verschwindet spurlos. Fieberhaft sucht Erin nach ihrer Schwester, ohne Erfolg, bis zwei Jahre später der Pilot der verschollenen Maschine wieder auftaucht. Und Laurie? Wenn sie noch am Leben ist, wird sie doch sicher Kontakt zu Erin aufnehmen. Oder etwa nicht? Vielleicht ist da mehr im Busch, als man auf den ersten Blick so denken kann. Ja, ich werde da jetzt mal reinlesen und dann gebe ich euch Bescheid. So, ich habe hier nur das erste, die ersten zwei Kapitel habe ich gelesen. Wobei das erste wirklich ultra kurz war. Ich war erstaunt, denn es ist wohl aus auf zwei Zeitebenen erzählt. Und zwar damals und heute. Und wir erleben das erste Kapitel aus der Sicht von damals. Nämlich wird das von Laurie erzählt. Und Laurie erzählt, wie sie diesen Urlaub bucht. Wie sie zu ihrer Schwester sich ins Bett kuschelt. Und sie aufweckt und ihr sagt, ey, du hast doch noch Resturlaub. Ich habe uns einen Urlaub auf die Fidschis gebucht und wir fliegen dahin. Dann hat man irgendwie immer so Fetzen, also es war, als ob man ganz wirren Gedankensprüngen folgt. Dann hat man so Fetzen, in denen erzählt wird, ich erkenne dich nicht wieder. Und ja, dann ist Laurie schon am Flugzeug und ruft ihre Schwester noch an und redet ihr auf die Mailbox oder hat sie in der Nachricht geschrieben, so, wo bleibst du?
und dann war das erste Kapitel schon zu Ende. Also war irgendwie sehr, mich hat überrascht, weil ja hinten drauf steht, dass sie sich entfremdet haben oder das mir zumindest so vorkam. Ja, dass die wohl doch, also die müssen wohl zusammen gewohnt haben und alles und müssen noch sehr eng miteinander gewesen sein. Also und dann muss ja aber irgendwas passiert sein, weswegen die sich so gestritten haben, dass die Laurie dann alleine in den Flieger gestiegen ist. Ja, und dann kommt das Kapitel 2 und wir erleben jetzt Erin, die in London in einer Wohnung wohnt und ja, sie kommt nach Hause und hat sich einen Typen abgeschleppt und schon als sie in der Wohnung mit dem Typen ist, stellt sie fest, so, ach, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf den. Aber ich will ihn jetzt auch nicht wieder loswerden. Und sie ist sich da so unsicher. Und man merkt, sie ist eine Person, der alles egal ist. Er fragt sie nach ihrer Frisur. Sie hat wohl so einen Pixie-Cut mit Undercut und, oder Side-Cut irgendwie. Und das war so, ja, die Azubi wollte mir die Haare besonders außergewöhnlich schneiden. Habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und auch als der Typ mich angegraben hat, habe ich gesagt, ja, warum nicht? Also sie ist ziemlich durch, würde ich mal sagen. Man merkt, es geht ihr nicht gut. Und der Typ möchte dann auf die Toilette und fragt aber nicht, wo die ist, sondern stolpert einfach in das nächste Zimmer. Und da gefriert alles in ihr und sie denkt so, scheiße, da hätte ich ihn besser nicht reingelassen, denn er ist ins falsche Zimmer gegangen, nämlich ins Gästezimmer, das wohl mal Lauries Zimmer gewesen sein muss, also das ihrer Schwester. Und dort hat sie sich jetzt wie ein Kriminalkommissar so richtig schön so eine Map gebaut mit Zeitungsartikeln, Flugzeug, Wollfäden, die sich da irgendwie spannen. Und ja, sie sucht ihre Schwester. Und der Typ findet das irgendwie so komisch, dass er dann die Flucht ergreift. Und darüber ist sie dann doch eigentlich ganz froh. Ja, und wir merken also, dass Erin hin und her gerissen ist. Ihre Schwester ist jetzt seit 2 Jahren verschwunden und sie will die Suche eigentlich aufgeben, aber sie kann nicht. Es wurde wohl sehr viel in den Medien über dieses verschwundene Flugzeug berichtet und ja, Erin sucht Laurie und in ihr ist alles kaputt. Ich muss sagen, obwohl mich die Handlung jetzt eigentlich nicht so richtig anspricht, finde ich den Aufbau der Geschichte cool. Es ist direkt was passiert. Also man war mittendrin im Geschehen. Man hat die Gefühle der Figur, also Erin, gespürt. Man konnte das irgendwie so fühlen, wie der Typ bei ihr zu Hause ist. Und sie hat irgendwie gar keinen Bock auf den. Aber jetzt sagen so, komm, geh mal wieder, ist irgendwie auch doof. Und das hat mir gut gefallen. Also es ist sehr dynamisch erzählt und deswegen schreckt mich das jetzt zum Beispiel auch nicht ab, dass es fast, obwohl es sind nur 450 Seiten, ich hätte jetzt gedacht, es sind mehr, sieht irgendwie dicker aus. Ich glaube, das würde ich weiterlesen. Nicht jetzt sofort, aber ich würde das auf jeden Fall lesen. Klingt vielversprechend, ist irgendwie eine coole Geschichte, glaube ich. Also, ja, das ist das Fazit dann so. Diese beiden Bücher werden bei mir bleiben. Das Fundbuch oder verlorenen Träume und halt Lucy Clark. Und die anderen beiden werden mich wieder verlassen. Peter Swanson und Katharina Herzog. Das ist jetzt aber auch kein großer Verlust. Und so habe ich meine neuen Büchererrungenschaften schon wieder um 2 reduziert. Wunderbar. Ich finde das gut. So sollte es öfter sein. Ich sollte mehr Leseproben lesen. Ja, kennt ihr denn schon eins der Bücher und sagt jetzt, oh Tanja, das war die dümmste Entscheidung deines Lebens oder oh, warum hast du das aussortiert oder oh, warum hast du das nicht behalten und oder warum hast du das behalten und nicht das andere oder ja, könnt ihr mir ja gerne mal Bescheid geben, wenn ihr da schon irgendwas gelesen habt und wenn ihr gerne öfter Trial Chapter sehen würdet, dann könnt ihr mir das auch gerne schreiben. Ich finde zwischendrin macht das doch schon mal Spaß, ja. Und ja. Mehr habe ich dann heute auch gar nicht zu erzählen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, meine Lieben. Tschüss!